Hallo, mein Name ist Camilla. Ich bin Referentin, Aktivistin und Medienmacherin und arbeite bei Migloom als Projektkoordinatorin. Ich bin Sanas, ich bin Aktivistin, Mitgründerin und Vorsitzende von Migloom. Hallo, ich bin Anjaini, ich bin Künstlerin, Aktivistin, Referentin, studiere Gender and Diversity und bei Migloom, ich arbeite in Migloom's Projekt Rethinking Narratives. Intersektionalität bedeutet verschiedene durchschneidende Themen. Das trifft mich persönlich und meine Umgebung. Vor allem für mich, das ist sehr persönlich im Sinne von, wie ich habe gesagt, Umgebung heißt meine Freunde und Bekanntenkreis, zum Beispiel BIPOCs und die, die in Armut wohnen oder die queer sind, mit einer Behinderung leben oder mit Mental Illness, so solche Sachen, was ich auch unterleide und wegen unserem Status auch in Deutschland. Also das bedeutet intersektional oder Intersektionalität, das Durchschneidung und wie das trifft uns und wie wir sind immer unter Druck sind. Und andere Seite, dem Gegenseit, wo Leute, privilegierte Leute wegen ihrer Intersektionalität, dass die reich, weiß, cis, Christen sind und politisch engagiert, haben das bessere Leben. So, ich sehe das als Spektrum dann. I think so. Intersektionalität ist für mich ein Instrument, das mir hilft, dass Lebensrealität von mir und anderen Menschen und auch unsere Rolle in der Gesellschaft zu beschreiben. Intersektionalität ist für mich, wie auch für Sanas, ein Werkzeug, aber auch eine Motivation, eben diese Lebensrealitäten anderer Menschen mit anderen Diskriminierungserfahrungen zu verstehen und auch berücksichtigen zu können. Und außerdem auch eine Erinnerung daran, dass schwarze Frauen solidarische und soziale Kämpfe und Bewegungen seit jeher vorangetrieben und geprägt haben. In Migloom geht es sehr viel um politische Teilhabe, generell von marginalisierten Menschen, aber auch vor allem von der ersten Generation MigrantInnen. Deswegen ist es aber sehr wichtig, intersektional darüber nachzudenken. Das heißt, zu fragen, wie die Diskriminierung und Privilege auch unsere Zugänge überhaupt zu politischem Engagement bestimmen. Wer hat überhaupt das Privileg, sich engagieren zu können und wer hat das Kenntnis und Zugänge dazu? Deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch innerhalb von unserer migrantischen Community zu gucken, welche Machtverhältnisse auch innerhalb von dieser Gruppe überhaupt uns dominieren. Genau, ich finde es auch wichtig, Räume zu schaffen, in denen sich alle Menschen in ihrer Lebensrealität und mit allen Aspekten ihres Lebens berücksichtigt und gewertschätzt fühlen. Und bei Migloom setzen wir das beispielsweise ja auch mit dem Aspekt der Mehrsprachigkeit durch, dass wir versuchen, mindestens Übersetzungen anzubieten und auf die Bedürfnisse, sprachlichen Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Und in dem Projekt, was wir machen, Rethinking Narratives, wir bringen verschiedene Perspektiven, vor allem geflüchtete Perspektive, Perspektive von trans-nicht-binären Menschen, Menschen mit Mental Illness und solche Sachen. So ist es nicht, sprich über Cis-Het-Migranten, das ist mehrmals gezeigt in unserer Mainstream-Gesellschaft, aber wir zeigen, dass es mehr als das. Wir sind mehr als das, wir sind auch queer, wir sind auch trans, nicht-binäre Menschen und dann gibt es auch Leute, die sind Antikapitalist engagiert und Klimapolitik engagiert und alles. Was ich auch sehr wichtig finde und ist, dass sehr oft werden wieder auch migrantische oder MigrantInnen und geflüchtete Menschen auch aus sogar BIPOC-Räume ausgeschlossen, weil die halt genau nicht dieselbe Privilege haben, auch aus dem Grund, dass die aus einem anderen Land kommen, eine andere Staatsangehörigkeit haben. Und das ist bei uns im Migloom sehr wichtig, diese Zugänge halt für die Menschen, die nicht nur ratifiziert sind, sondern auch Migrationserfahrung haben und dadurch
viele bestimmte Privilegien nicht haben, zu ermöglichen.